So, nachdem wir jetzt schon ziemlich viel Zeit verschwendet haben, kommen wir zum zweiten Teil des Logikkapitels, zur sogenannten Prädikatenlogik. Das, was wir bisher gemacht haben, Aussagenlogik, ist von der Sprache her noch nicht reichhaltig genug, um damit beliebige mathematische Aussagen zu übersetzen. Das liegt daran, dass mathematische Aussagen eigentlich immer Aussagen über etwas machen, über bestimmte Objekte. Ich nehme mal ein Beispiel, was wir letzte Woche hatten. Da hatten wir die Aussage, wenn x eine positive natürliche Zahl ist, dann ist x² größer als 0. So, und wir haben das aussagenlogisch so übersetzt, dass wir gesagt haben, dieses hier ist irgendwas, was wir a nennen und dies hier ist irgendwas, das wir b nennen. Was dabei aber total untergeht, ist, dass es ja um ein bestimmtes mathematisches Objekt geht, nämlich dieses x. Und dass das x die Verbindung zwischen diesen beiden Sätzen herstellt. Mit der Aussagenlogik können Sie nur sagen, das ist wahr oder das ist nicht wahr. Sie können aber nicht sagen, dass die Wahrheit der Aussage davon abhängt, welches x wir haben und dass ich natürlich in beiden Fällen dasselbe x meine. Dafür müssen Sie die Sprache erweitern. Ich bringe Ihnen vielleicht nochmal ein nicht mathematisches Beispiel, das ist so ein Klassiker. Logik gibt es schon sehr lange, da sage ich am Ende des Kapitels noch was dazu. Der Klassiker ist, alle Menschen sind sterblich, Sokrates ist ein Mensch, daraus folgt, Sokrates ist sterblich. Das ist auch so ein Ding, das können Sie mit Aussagenlogik gar nicht behandeln, weil da wieder etwas über ein bestimmtes Objekt, in diesem Fall ist das Objekt der Mensch Sokrates, gesagt wird und der Sinn der Aussage sich eigentlich erst dann ergibt, wenn man sich klar macht, dass hier über bestimmte Personen gesprochen wird und wir nicht einfach Aussagen haben, die unabhängig voneinander sind. Darum reicht es nicht, nur über Aussagen zu sprechen. Und man erweitert die Sprache, indem man etwas einführt, was man Aussageform nennt. Ich lese das mal vor. Eine Aussageform ist ein sprachliches Gebilde, in dem Individuenvariablen vorkommen können und die dadurch, dass man für diese Variablen konkrete Werte einsetzt, zu Aussagen werden. Das ist jetzt grammatikalisch, glaube ich, nicht ganz gut, ist ein sprachliches Gebilde, das dadurch zu einer Aussage wird. Um das ein bisschen klarer zu machen, ein Beispiel für eine Aussageform wäre sowas wie x ist negativ, dann wäre die Individuenvariable x. X ist negativ ist keine Aussage. Wir hatten ja gesagt, eine Aussage ist etwas, was wahr oder falsch sein kann. Und x ist negativ kann nicht wahr oder falsch sein, weil wir gar nicht wissen, was x ist. Sowas werden wir in Zukunft eine Aussageform nennen. Da kommen irgendwelche Platzhalter vor, die sogenannten Individuenvariablen. Und wenn wir für diese Platzhalter was einsetzen, dann kann durch das Einsetzen das Ding wahr oder falsch sein. Wenn ich zum Beispiel für x minus 3 einsetze, dann wird daraus die Aussage minus 3 ist negativ, dann ist das eine wahre Aussage. Wenn ich für x 42 einsetze, dann wird daraus die Aussage 42 ist negativ, was eine falsche Aussage ist. Also Aussageformen sind, wenn Sie so wollen, Aussagen mit Platzhaltern, die dadurch noch keine Aussagen sind. Und wenn ich in die Platzhalter, die man Individuenvariablen nennt, was einsetze, dann werden Aussagen draus. Wir werden das im Allgemeinen so schreiben, dass wir wieder diese Buchstaben nehmen, die wir auch für Aussagen hatten, so große Buchstaben wie A und B. Für die Individuenvariablen nehmen wir meistens kleine Buchstaben, zum Beispiel sowas wie X. Und dann würden wir sowas schreiben in der Form A Klammer auf X Klammer zu. Das bedeutet, das ist eine Aussagenvariable, in der der Platzhalter x steht. Und wenn wir dann was einsetzen, schreiben wir das so, dass wir für x, wie Sie hier auf der Folie sehen, entsprechend minus 3 oder 42 hinschreiben würden. Das bedeutet, wenn wir das mit dem Blickwinkel der Prädikatenlogik sehen, dann steht hier nicht wie in der Aussagenlogik aus a folgt b, sondern in der Prädikatenlogik wäre das die Aussage aus ax folgt bx. Dann kann man an der Struktur der Aussage schon sehen, dass hier es um ein Objekt x geht und dass beide Aussagen etwas über dieses x aussagen und es erst Sinn ergibt, über den Wahrheitsgehalt dieser Implikation zu sprechen, wenn wir für x auch was eingesetzt haben. So, dazu vielleicht ein paar Anmerkungen. Es kann natürlich auch passieren, dass Sie mehrere Individuenvariablen haben. Ein ganz simples Beispiel wäre sowas wie m ist größer als n. Das ist eine Aussagenform, die erst dann wahr oder falsch sein kann, wenn wir für m und für n etwas einsetzen. Das wäre also etwas, was wir dann vielleicht, nehmen wir mal einen anderen Buchstaben, c, m, n nennen würden. Also ich schreibe immerhin zwei Variablen. Und Sie können sich natürlich auch Aussageformen vorstellen, wo noch mehr als zwei Variablen sind. Was auch möglich ist, ist, Sie haben null Variablen. Das ist dann schon eine Aussage. Wenn keine Variablen vorkommen, dann ist es eine Aussage. Also die
Aussage 3 ist negativ, ist gleichzeitig eine Aussageform mit 0 Variablen. Das ist immer so ein bisschen typische Mathematikdenke, dass man auch die Extremfälle bedenken muss. Ist in der Definition irgendwo verboten, dass gar keine Variablen vorkommen? Nee, ist nicht explizit verboten, also ist das auch möglich. Das ist also eine Erweiterung des Begriffs. Aussageformen sind Dinge, die wir bisher nicht hatten, aber dazu gehören auch die Aussagen, die wir schon hatten. Das sind einfach die Aussageformen mit 0 Variablen. So, dann eine Sache, die hoffentlich klar ist, aber ich spreche sie nochmal an. Wenn Sie sowas hier hinschreiben, x mal x gleich x als Beispiel, dann wäre das eine Aussageform und man würde das nennen d von x. Daran sieht man, dass die Individuenvariable auch mehr als einmal in der Aussageform vorkommen kann. Und das ist natürlich jetzt so gemeint, wenn Sie für x was einsetzen, müssen Sie natürlich überall, wo x steht, dasselbe einsetzen. Das ist hoffentlich klar. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel für x 2 einsetze, dann steht da 2 mal 2 ist 2. Und das ist dann natürlich eine falsche Aussage. Ich schreibe es vielleicht nochmal hin. Das ist falsch. Wenn ich für x 0 einsetze, dann steht da 0 mal 0 gleich 0. Das wäre d0. Und das ist wahr. Entscheidend ist, wenn Individuenvariablen in der Aussageform mehrfach vorkommen, dann muss ich natürlich überall dasselbe einsetzen. So, und jetzt ein typischer Fehlschluss, den ich auch manchmal sehe. Und wenn Sie da scharf drüber nachdenken, werden Sie feststellen, dass es genau die Sorte Fehlschluss, über die wir letzte Woche schon bei der Implikation gesprochen haben. Wenn ich mehrere Variablen habe, dann heißt das nicht, dass ich für diese Variablen unterschiedliche Dinge einsetzen muss. Also wenn dieselbe Variable mehrfach vorkommt, muss ich natürlich überall dasselbe einsetzen. Wenn ich verschiedene Variablen habe, muss ich nicht verschiedene Werte einsetzen. Dafür nehmen wir nochmal das Beispiel von hier oben. Ich kann sowas hinschreiben wie 7 ist größer als 4. Das wäre, wir hatten das ja C genannt, etwas, wo ich 7 und 4 eingesetzt habe. Das ist wahr. Ich kann in das Ding aber auch einsetzen, 2 ist größer als 2. Das würde bedeuten, ich habe für m 2 eingesetzt und für n habe ich auch 2 eingesetzt. Das ist falsch. Also es geht mir an dieser Stelle nur darum, dass Sie nicht fälschlicherweise denken, weil ich unterschiedliche Variablen habe, muss ich dafür auch unterschiedliche Werte einsetzen. Das ist völliger Kokolores. Sie müssen nur, wenn Sie überall dieselbe Variable haben, natürlich für dieselbe Variable dieselben Werte einsetzen. Eine Sache, die man auch noch dazu sagen muss, ist, es ergibt natürlich in der Regel keinen Sinn, für diese Individuenvariablen irgendwas einzusetzen. Wenn Sie sich unsere Beispiele hier anschauen, C und D, dann ist das nur sinnvoll, wenn man für x Zahlen einsetzt. Es wäre zum Beispiel Quatsch, wenn ich jetzt für x Apfel einsetze. Apfel mal Apfel gleich Apfel, was soll das bedeuten? Wenn Sie jetzt richtig Prädikatenlogik betreiben, streng mathematisch, dann gibt es dafür Regeln, was man einsetzen darf und nicht. So tief wollen wir aber nicht einsteigen und ich würde mal vermuten, dass immer vom Kontext her klar sein wird, was man da einsetzen kann oder nicht. Oder wir sagen es dazu. Und wir machen das gleich mal mit einem Beispiel, beziehungsweise mit einer Reihe von Beispielen, weil noch eine wichtige Sache fehlt. Ich schreibe Ihnen mal 4 Aussageformen hin, die nenne ich A, B, C und D. Und zwar ist die erste Aussageform x minus x gleich 0. Die zweite Aussageform ist x plus x ist größer als 0. Die dritte ist x mal x gleich 0. Und die vierte ist x plus 1 gleich x. Und in allen Fällen soll x immer eine ganze Zahl sein. Also Sie können für x sowas einsetzen wie 3 oder minus 7 oder so, aber nicht Apfel oder Pi oder sowas. Mit diesen Aussageformen wollen wir uns jetzt ein bisschen beschäftigen. Ich würde Sie erstmal bitten, sich diese 4 Aussageformen anzuschauen. Ich gebe Ihnen dafür 2 Minuten. Und sich zu überlegen, was man da einsetzen müsste oder könnte, damit das wahr bzw. falsch wird. Denken Sie über die mal nach. Das sind ja alles sehr einfache Aussagen. Und überlegen jeweils mal, dass Sie vielleicht zumindest ein Beispiel finden, wenn das geht, durch das man diese Aussageform wahr bzw. falsch machen kann. Und dann machen wir es danach zusammen. Fangen wir mal mit der ersten Aussageform an. Was würden Sie dazu sagen? Die erste Aussage ist offensichtlich immer wahr, egal welche ganze Zahl Sie da einsetzen. X minus x ist immer 0. 3 minus 3 ist 0, 5 minus 5 ist 0. Was immer Sie da einsetzen, kommt immer 0 raus. Dafür gibt es in der Prädikatenlogik eine Schreibweise. Das, was ich eben informell gesagt habe, egal welches x man einsetzt, das ist immer wahr, schreibt man so. Für alle x liest man das. X minus x gleich 0. Ich mache da mal vorsichtshalber Klammern drum. Das heißt, Sie schreiben vor die Aussageform den sogenannten Allquantor.
Das ist ein umgedrehtes A. Der ist zu lesen als: für alle X ist das, was dahinter steht, wahr. Also mit anderen Worten, egal was ich für X einsetze, das wird immer wahr. Das ist die Bedeutung davon. Oder man liest auch manchmal: für alle X gilt das. Dass eine Aussage gilt, ist nur eine andere Formulierung für ist wahr. Ich habe vorhin ja schon das Thema angesprochen, dass das nicht immer so völlig klar ist, wenn man sich so ein Ding anschaut, was man da eigentlich einsetzen kann. Darum gibt es noch eine andere Schreibweise, in der das, was hier in Grau steht, x soll eine ganze Zahl sein, mit in den Quantor reingeschrieben wird. Da muss ich jetzt kurz Zeichen benutzen, die wir eigentlich erst im nächsten Kapitel sehen werden. Das zeige ich Ihnen jetzt nur mal so informell. Sie könnten das auch so schreiben: für alle x aus z gilt diese Aussage immer. Wenn man das so schreibt, wie gesagt, die Zeichen werden sich klären im nächsten Kapitel, dann steht hier schon mit dabei, dass man für x nur ganze Zahlen einsetzen darf. Dieses z ist das Zeichen für ganze Zahlen, das haben Sie in der Schule irgendwann schon mal gesehen und wieder vergessen wahrscheinlich. Entscheidend ist momentan eigentlich dieser Quantor. Diese Quantoren können aus Aussageformen Aussagen machen. Vorher stand da x minus x gleich 0. Das ist eine Aussageform, die kann nicht wahr oder falsch sein. In dem Moment, wo ich diesen Quantor davor schreibe, ist daraus eine Aussage geworden. Das ist nämlich jetzt die Aussage, die besagt, egal welches x ich einsetze, das ist immer wahr. Ganz viele mathematische Formulierungen sind Formulierungen der Art, dass sie etwas über ganz viele Objekte aussagen. Zum Beispiel lernen Sie irgendwann in der Schule, a plus b ist b plus a. Wenn Sie das übersetzen in die Sprache der Prädikatenlogik, besagt das, egal was Sie für a und b einsetzen, die Gleichung a plus b gleich b plus a ist immer wahr. Das ist eine typische mathematische Aussage. Sowas wie 3 plus 7 ist dasselbe wie 7 plus 3 ist total langweilig. Das können Sie nachrechnen. Interessant wird das im Allgemeinen immer erst dann, wenn man über ganz viele, meistens über unendlich viele Objekte eine Aussage macht. Und das sind immer solche Dinge, vor denen in Gedanken so ein Allquantor steht. Gut, ich hoffe, damit ist klar geworden, wie dieser Allquantor gemeint ist. Ich habe hier eben Klammern gesetzt und wir haben ja am Anfang der Stunde kurz über Prioritäten gesprochen. Der Allquantor ist wie die Negation etwas, was ganz stark bindet. Das heißt, das bindet stärker als die anderen. Das birgt auch gewisse Gefahren. Wenn ich so eine Aussage habe wie: für alle x, x minus x gleich 0 und x plus 3 ist größer als 0. Dann könnte ich mich jetzt ja fragen, wie kann das interpretiert werden. Eine Möglichkeit wäre, dass man das so klammert. Das heißt, dass das ganze Ding, was jetzt in Klammern steht, eine Aussageform ist und das für alle x davor bedeutet, egal welches x ich in das gesamte Ding einsetze, das ist immer wahr. Aber die übliche Priorität ist eine andere. Die übliche Priorität ist die, dass man sagt, wie ich eben schon sagte, der Allquantor bindet sehr stark. Das heißt, der zieht sozusagen die nächste Aussage an sich ran, was zur Folge hat, dass der zweite Teil außerhalb des Quantors steht. Auch hier gilt das, was ich letzte Stunde schon sagte, im Zweifelsfall, wenn Sie das selbst aufschreiben, schreiben Sie lieber ein paar mehr Klammern, damit Sie sich sicher sind, was Sie meinen. Aber wenn das nicht dabei steht, dann ist das in den meisten Büchern so gemeint. Der Quantor wirkt stärker und sorgt dafür, dass die Klammern möglichst dicht an ihm stehen, können Sie sich so vorstellen. Der Quantor hat einfach eine höhere Priorität. Das hat zwei Konsequenzen. Die eine ist, das, was hier steht, ist immer noch keine Aussage. Denn dieses x hier wird von dem Quantor gar nicht betroffen. Ja? Sie sehen quasi, dass der Wirkungsbereich des Quantors auf das eingeschränkt ist, was innerhalb der Klammern passiert. Die vordere Hälfte dieser Und-Verknüpfung besagt, für alle x ist die Aussage x minus x gleich 0 wahr. Und die hintere Hälfte besagt, x plus 3 ist größer als 0. Das ist immer noch eine Aussageform, weil das x nicht quantifiziert ist, würde man sagen. Sowas sollte man eigentlich nicht aufschreiben, aber Sie werden sowas oft finden. Man sollte es deswegen nicht aufschreiben, weil es verwirrend ist. Es wäre klarer, wenn ich hier für x eine andere Variable nehmen würde. Dann wird deutlicher, dass diese beiden Sachen miteinander nichts zu tun haben. Die heißen nur zufällig beide x. Auf der linken Seite würde man sprechen von einer gebundenen Variable. Die ist gebunden durch den Quantor. Auf der rechten Seite würde man von einer freien Variable sprechen, in die ich noch was einsetzen kann. Didaktisch ist das unglücklich, aber es wird Ihnen passieren, dass Sie sowas sehen. Und ich werde Ihnen vielleicht auch mal ein, zwei Aufgaben stellen, wo absichtlich dieselben Variablen genommen werden, damit Sie sich darüber klar werden, was eigentlich quantifiziert ist und was nicht. Das sind alles so Dinge, die am Anfang so ein bisschen verwirrend sind und ich hoffe, mit der Zeit klarer werden. Gut, das war jetzt der Allquantor. Gehen wir mal zur nächsten Aussage über, die mit dem x plus x ist größer als 0, die ich da oben b genannt habe. Was ist denn da
Sie haben jetzt eigentlich schon mehr beantwortet, als ich wissen wollte, für die Prädikatenlogik. Sie haben sogar genau gesagt, wann das wahr ist und wann das nicht wahr ist. Für uns ist momentan nur entscheidend, es kann wahr werden. Das ist was anderes als vorher. Vorher war es so, in der Situation A, was immer ich einsetze, es ist immer wahr. Das ist das, was der Allquantor aussagt. Es gibt noch einen zweiten Quantor und der trifft auf die Aussage Form B zu. Es gibt Fälle, in denen die Aussage wahr wird. Genau, das ist das gedrehte E. Das ist der sogenannte Existenzquantor. Und auch da würden Sie dann, wenn Sie jetzt zum Beispiel deutlich machen wollen, dass es um ganze Zahlen geht, sowas hier schreiben. Aber entscheidend ist, die Bedeutung dieses Quantors zu verstehen. Also man liest das als, es gibt ein x, das die Aussage wahr macht. Es gibt ein x, sodass x plus x größer als 0 ist. Das ist auch wieder eine von diesen Sachen, die häufig falsch gelesen werden, weil sich in der Mathematik bestimmte Ausdrucksweisen durchgesetzt haben. Wenn in der Mathematik gesagt wird, es gibt ein x, dann ist damit gemeint, es gibt mindestens ein x. Und Sie werden fast nie dieses kleine Wörtchen mindestens gedruckt sehen. Das ist immer implizit gemeint. Ja? Also zum Beispiel Mathematiker würden sagen, es gibt einen Menschen, der schwarze Haare hat. In Wirklichkeit gibt es mehrere Milliarden Menschen, die schwarze Haare haben. Aber trotzdem ist aus mathematischer Sicht die Aussage, es gibt einen Menschen, der schwarze Haare hat, richtig. Weil damit nicht gemeint ist, dass es nur einen Menschen gibt, der schwarze Haare hat. Wenn Sie mathematisch ausdrücken wollen, dass es nur einen Menschen gibt, der schwarze Haare hat, dann würden Sie sagen, es gibt genau einen Menschen, der schwarze Haare hat. Ich reite deswegen so drauf rum, weil das einfach die Art und Weise ist, wie Sie Fachtexte lesen müssen. Wenn Sie irgendwo in einem mathematischen Text lesen, es gibt ein X, das, dann ist damit nur gemeint, es gibt mindestens eins. Und so ist dieser Quantor auch zu verstehen. Sie lesen den zwar als, es gibt ein X, sodass X plus X größer als 0 ist, aber Sie müssen in Gedanken immer lesen, es gibt mindestens ein X. Und in diesem Fall ist es ja so, es gibt natürlich nicht nur ein X. Sie können 1 einsetzen, dann ist es wahr, Sie können 2 einsetzen. Es gibt unendlich viele X, die Sie einsetzen können. Aber der Quantor besagt nur, es gibt mindestens eine Möglichkeit, durch Einsetzen des richtigen Wertes die Aussage wahrzumachen. Mehr steht da nicht. Das ist der Existenzquantor. Und auch hier ist es wieder so, wie oben schon, dass durch den Quantor aus der Aussageform eine Aussage geworden ist. X plus X ist größer als 0, ist eine Aussageform, bei der es keinen Sinn ergibt zu sagen, ob sie wahr oder falsch ist, solange wir nicht wissen, was X sein soll. Aber wenn ich den Quantor davor schreibe, dann habe ich eine Aussage. Diese Aussage besagt, es gibt mindestens eine ganze Zahl mit der Eigenschaft, wenn ich sie zu sich selbst addiere, kommt etwas raus, was positiv ist. Das ist entweder wahr oder falsch. In diesem Fall ist es wahr. Ich sage nochmal, Quantoren können aus Aussageformen Aussagen machen. Dafür sind sie eigentlich da. Was ich vielleicht noch ergänzen sollte ist, wir haben jetzt ja den Allquantor und den Existenzquantor. Der Existenzquantor besagt, nochmal zur Erinnerung, es gibt mindestens ein X, das diese Aussage wahr macht. Der Allquantor sagt, egal welches X ich einsetze, diese Aussage ist immer wahr. Das bedeutet, wenn ich vor die erste Aussage, die wir groß A von X genannt haben, einen Existenzquantor schreibe, was ist denn dann? Nee, ist trotzdem wahr. Das sagt sozusagen weniger aus, als würde ich den Allquantor hinschreiben, aber das ist trotzdem nicht falsch. Da steht, es gibt mindestens ein X, für das die Aussage X minus X gleich 0 wahr ist. Und natürlich stimmt das. Es ist bloß eine etwas schwächere Aussage, als zu sagen, für jedes X stimmt das. Das ist sozusagen erst recht wahr. Wenn es für alle X gilt, dann gilt es natürlich für mindestens 1. Was würden Sie denn sagen, was der Unterschied zwischen den Aussagen B und C ist? Bei C ist es ja auch so, wenn ich da zum Beispiel 0 einsetze, dann ist es wahr. Und wenn ich da zum Beispiel 1 einsetze, dann ist es nicht wahr. Also eigentlich ist das doch wie B. Gibt es da noch einen wesentlichen Unterschied? Genau. Das Einzige, was B und C unterscheidet, ist, in beiden Fällen wäre es richtig zu sagen, es gibt mindestens ein X, was die Aussage wahr macht. Bei C ist es aber tatsächlich so, dass es wirklich nur ein einziges X gibt. Man kann 0 einsetzen, dann stimmt es. Wenn Sie irgendeine andere Zahl einsetzen, stimmt es nicht. Manchmal möchte man das herausheben und ich habe vorhin ja schon gesagt, da gibt es diese Formulierung in der Mathematik, dass man sagt, es gibt genau ein X, für das das wahr ist. Und dafür gibt es auch eine Schreibweise, das ist kein eigener Quantor, sondern da macht man, in manchen Büchern machen die unten so eine kleine 1 unten dran. Manchmal macht man hinter das E so ein Ausrufezeichen. Das ist sozusagen ein modifizierter Existenzquantor. Das bedeutet einfach, es gibt genau eine Variable, die man einsetzen kann, damit das wahr wird. Sonst ist es immer falsch. Das ist aber nur so eine technische Feinheit. Vielleicht zwischendurch ab und zu erzähle ich mal so ein paar historische Sachen, um klarzumachen, dass Mathematik nicht so eine Sache ist, die schon immer da war und sich nicht geändert hat.
diese Zeichen müssen ja irgendwann mal auf die Welt gekommen sein. Wenn man heutzutage irgendein Lehrbuch aufschlägt, dann werden sie immer beide Quantoren zur gleichen Zeit lernen. Und das kommt einem dann so vor, als seien das siamesische Zwillinge, die gemeinsam auf die Welt gekommen seien. Das ist aber nicht so. Den Existenzquantor hat ein italienischer Mathematiker namens Giuseppe Peano Ende des 19. Jahrhunderts eingeführt. Und das E steht natürlich für Existenz. Der Allquantor wurde erst in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts, also fast ein halbes Jahrhundert später, von einem deutschen Logiker namens Gerhard Gentzen eingeführt. Bis dahin hat offenbar niemand die Notwendigkeit gesehen, noch ein zweites Zeichen einzuführen. Und inzwischen ist es aber, wie gesagt, so, dass die immer beide gemeinsam auftreten, als wären sie schon immer beide gemeinsam da gewesen. Die Entwicklung ist aber manchmal anders. Eine Aussage haben wir noch, nämlich D. Was ist denn bei D? Das ist immer falsch. Also mit anderen Worten, egal was ich für X einsetze, das stimmt nie. Da könnte man jetzt denken, da bräuchten wir noch einen dritten Quantor. Ist aber nicht so. Man kommt mit zwei Quantoren aus. Man kann die Tatsache, dass egal was man für x einsetzt, d von x niemals wahr ist, auf zwei verschiedene Arten ausdrücken. Die eine Möglichkeit, das auszudrücken, ist, egal was ich einsetze, es ist immer falsch. Das würde bedeuten, für alle x gilt nicht dx. Oder in diesem Fall könnte ich die Tatsache, dass x plus 1 gleich x nicht wahr ist, natürlich auch so hinschreiben, dass ich sage, für alle x gilt, x plus 1 ist ungleich x. Aber für das Verständnis ist es vielleicht doch besser, wenn Sie sich die linke Variante anschauen. Und es gibt noch eine zweite Möglichkeit, das auszudrücken, dass man das nicht wahr machen kann. Und zwar nicht mit dem Allquantor, sondern mit dem Existenzquantor. Wie würde man das dann formulieren? Wenn es ein x gäbe, das dx wahr machen würde, dann würde das ja so aussehen. Und wenn wir sagen, es gibt so ein Ding nicht, dann müssen wir das einfach negieren. Das heißt, das ist eigentlich noch einfacher. Wir schreiben davor nicht. Es stimmt halt nicht. Das ist auch so eine Sache, bei der manchmal Verständnisschwierigkeiten auftreten. Das ist ja auch der Grund, warum wir überhaupt über solche Logikfragen sprechen. Wie verneint man so etwas? Und es ist wirklich wichtig, dass Sie sowas hier verstehen, dass das zwei verschiedene, aber völlig äquivalente Möglichkeiten sind, auszudrücken, das geht halt nicht. Ich kann für x keine Möglichkeit finden, das wahrzumachen. Darum werden wir es gleich nochmal mit einem kleinen Beispiel üben. Das ist eine Aussage mit etwas Lokalkolorit, weil wir ja in Hamburg sind. Es geht um den Satz, alle Bremer können Fußball spielen. Das ist ja eine Allaussage. Und Sie möchten jetzt diese Aussage verneinen, das heißt, Sie behaupten, dass das nicht stimmt. Und ich habe Ihnen vier Vorschläge gemacht, wie man das verneinen könnte, aber eine von denen ist falsch. Und Sie sollen jetzt sagen, welche falsch ist. Also welche Aussage von den vier da unten nicht das Gegenteil von alle Bremer können Fußball spielen ist. Schon ganz gut, mehr als die Hälfte hat das richtig. Ich sage nochmal, worum es eigentlich geht in diesem Logikkapitel. Es geht darum, dass Sie bei irgendwelchen Aussagen, die mehr oder weniger umgangssprachlich formuliert sind, so wird es auch in Lehrbüchern und Fachartikeln sein, in der Lage sind, die logische Struktur dieser Aussage herauszuarbeiten. Auch in Fachartikeln werden Sie nicht solche Dinge finden wie die, die wir hier schreiben. Fachartikel wimmeln nicht von solchen Zeichen wie und, oder und Quantoren, sondern die schreiben in Deutsch oder Englisch. Aber was Sie lernen sollen, ist, dass Sie im Hinterkopf die logische Struktur solcher Aussagen erkennen können. Und darum geht es auch hier. Da sind ein paar ganz normal umgangssprachlich formulierte Sätze. Was würde das denn bedeuten, wenn ich die übersetze in die Logiksprache, wenn ich mir nicht sicher bin, was das bedeutet? Das heißt, hier könnten Sie jetzt eine Aussageform machen, nennen wir sie mal F. F von x bedeutet, x kann Fußball spielen. Und die Aussage da oben, diese hier, alle Bremer können Fußball spielen, die wäre dann für alle x gilt f von x, alle Bremer können Fußball spielen. Und jetzt wollen wir gucken, wie die Verneinung davon aussieht. Und jetzt gucken wir uns mal diese Sätze an. Einige Bremer können nicht Fußball spielen. Das ist natürlich eine umgangssprachliche Formulierung, aber das ist so zu verstehen, dass es mindestens einen Bremer gibt, der nicht Fußball spielen kann. Einige Bremer, ja, so würden wir das verstehen. Einige Zahlen sind Primzahlen. Es gibt Zahlen, die Primzahlen sind. Also dieser Satz, der hier steht, besagt eigentlich, es gibt Bremer, die nicht Fußball spielen können. Einige Bremer können nicht Fußball spielen. Und der nächste Satz sagt genau dasselbe, der ist nur etwas anders formuliert. Es gibt einen Bremer, der nicht Fußball spielen kann. Denken Sie dran, was ich gesagt habe. Wenn da steht, es gibt einen Bremer, dann lesen das zumindest Mathematikerinnen und Mathematiker im Sinne von, es gibt mindestens einen Bremer. Da steht immer implizit noch das Wörtchen mindestens, was normalerweise niemand hinschreibt. Also hier steht eigentlich genau das Gleiche.
nur in deutscher Sprache etwas anders ausgedrückt. Und jetzt nehmen wir erstmal die vierte. Nicht alle Bremer können Fußball spielen. Das ist die Negation von alle Bremer können Fußball spielen. Also so würde man umgangssprachlich sagen, dass das nicht stimmt. Das heißt, hier steht, wenn Sie das übersetzen, nicht für alle X gilt F von X. Das ist alles okay. Das sind die Dinge, die eben gerade auch ich schon hingeschrieben hatte. Nur der dritte Satz ist nicht das Gegenteil von dem, was da steht. Denn da steht ja, kein Bremer kann Fußball spielen. Es gibt überhaupt keinen einzigen Bremer, der Fußball spielen kann. Das würde man, glaube ich, nicht mal als Hamburger denken, dass das stimmt. Wenn wir das jetzt in Logik übersetzen, dann kann man das wieder auf zwei Arten formulieren. Wie kann man formulieren, kein Bremer kann Fußball spielen? Eine Möglichkeit ist Negation vom Existenzquantor. Es gibt keinen Bremer, der Fußball spielen kann. Es stimmt nicht, dass es einen Bremer gibt, der Fußball spielen kann. Oder? Genau. Für alle Bremer gilt, sie können nicht Fußball spielen. Das ist eine viel stärkere Aussage als, es gibt ein paar Bremer, die nicht Fußball spielen können. Sie müssen sich klar machen, dass das Gegenteil von so einer All-Aussage eine Es-gibt-Aussage ist. Das ist auch für die Mathematik später ganz wichtig. Wenn Sie irgendwelche Aussagen haben über alle Objekte und Sie wollen begründen, dass das nicht stimmt, dann heißt das, es reicht, wenn Sie ein Gegenbeispiel finden. Wenn Sie begründen wollen, dass es nicht stimmt, dass alle Bremer Fußball spielen können, dann reicht es, wenn Sie einen einzigen Bremer kennen, der nicht Fußball spielen kann. Sie müssen nicht beweisen, dass kein einziger Bremer Fußball spielen kann. Das können Sie quasi als Eselsbrücke nehmen. Das, was Sie eben gesagt haben, wenn Sie so etwas negieren wollen für alle x a von x, das heißt, Sie wollen hiervor ein Nicht schreiben, dann können Sie sich das so vorstellen, dass das Nicht sozusagen über den Quantor rüberwandert und dabei den Quantor umdreht. Aus dem für alle wird ein Es gibt und der Quantor wandert auf die andere Seite. Oder auch umgedreht, wenn Sie das hier negieren wollen, dann dreht sich der Quantor wieder um und die Negation wandert auf die andere Seite. Das ist vielleicht als Eselsbrücke ganz gut, dass die Negation, wenn sie über den Quantor rüber wandert, von rechts nach links oder von links nach rechts, ihn umdreht. Aus dem A wird ein E und aus dem E wird ein A. Machen Sie sich nochmal klar, was hier steht. Vielleicht zu Hause nochmal durchlesen. Hier steht, es stimmt nicht, dass die Aussage AX für alle X wahr ist. Und hier steht, es gibt mindestens ein X, für das diese Aussage nicht wahr ist. Es sind zwei verschiedene Arten, dasselbe auszudrücken. Und hier steht, es stimmt nicht, dass es mindestens ein X gibt, für das die Aussage wahr ist. Und hier steht, für alle X ist die Aussage falsch. Das sind auch nur zwei Arten, dasselbe auszudrücken. Ja? Also rein formal, Eselsbrücke, Negation wandert über den Quantor von links nach rechts oder rechts nach links und dreht ihn dabei um. Oder einfach nochmal für sich im Geiste übersetzen, was wird da eigentlich ausgesagt. Ich will Ihnen noch eine andere Möglichkeit geben, sich diese Quantoren klarzumachen. Die ist so ein bisschen informell, aber ich glaube, sie funktioniert ganz gut. Wenn Sie nochmal das von da oben nehmen, unsere Aussage A von X, das war ja X minus X gleich 0. Und wir hatten uns überlegt, dass die immer stimmt, egal was wir einsetzen. Das können Sie auch folgendermaßen interpretieren. Sie können sagen, wenn ich 0 einsetze, dann ist das wahr. Wenn ich 1 einsetze, dann ist das wahr. Wenn ich minus 1 einsetze, dann ist das wahr. Wenn ich 2 einsetze, ist das wahr. Wenn ich minus 2 einsetze, ist das wahr. Und so weiter. Punkt, Punkt, Punkt. Dass die alle wahr sind, heißt ja, ich kann die alle mit einem Und verknüpfen. Das bedeutet, der Allquantor ist sowas wie ein großes Und. Sie nehmen alles, was Sie für X einsetzen können, dann kriegen Sie ganz viele einzelne Aussagen. Und der Allquantor bedeutet, alle von denen sind wahr. Das bedeutet, ich könnte im Geiste die alle mit einem großen Und verknüpfen. Nur im Geiste, weil das rein formal nicht funktionieren würde. In der Aussagenlogik kommen immer nur endlich viele Aussagen vor. Trotzdem ist die Vorstellung ganz gut. Allquantor bedeutet eigentlich, diese ganzen Aussagen könnte ich alle einzeln nehmen und mit einem riesigen Und verbinden. Es ist sogar so, dass in manchen Büchern da tatsächlich statt des umgedrehten A's so ein großes Und genommen wird. Die schreiben das dann so. Wir werden das nicht machen, aber werden Sie vielleicht in manchen Büchern finden. Weil dahinter diese Idee steckt, man könnte die mit einem großen Und verbinden. Dann können wir uns auch gleich überlegen, wie das mit dem Existenzquantor ist. Wir hatten oben ja die Aussage B von X, die manchmal wahr und manchmal falsch ist. Das war X plus X ist größer als 0. Jetzt könnte ich die wieder alle hinschreiben und im ersten Fall war es so, dass das immer wahr war. Ich schreibe hier einfach mal W für wahr. Das ist wahr und 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 so weiter. Hier haben wir jetzt die Situation, dies ist zum Beispiel falsch, aber dies hier ist wahr, dies ist wieder falsch, dies ist wahr, das ist falsch. Also so bunt gemischt, manche sind wahr, manche sind falsch. Da könnte ich jetzt auch weitermachen. Der Existenzquantor sagt, mindestens eine von denen ist wahr. Was müsste ich denn da jetzt hinschreiben?
wenn ich das aussagenlogisch ausdrücken wollte. Das wäre jetzt oder. Das heißt, diese Vorstellung, die vielleicht beim Nachdenken darüber hilft, ist, ein Allquantor ist eigentlich sowas wie ein großes und ein Existenzquantor ist sowas wie ein großes oder. In Gedanken zumindest. Und auch hier ist es so, dass sie in manchen Büchern tatsächlich dann statt eines Existenzquantors so ein großes Oder finden würden. Das würde dann in diesen Büchern so aussehen. Aber nochmal, wir werden das nicht machen. Diese Eselsbrücke hilft Ihnen aber vielleicht auch bei diesem Verneinen hier oben. Wenn Sie im Skript den Stoff von letzter Woche nachgearbeitet haben, und das sollten Sie ja eigentlich, dann sind Sie über eine Aufgabe gestolpert, wo die sogenannten de Morganschen Regeln vorgekommen sind. Die kann man ganz leicht mit einer Wahrheitstafel überprüfen. Die de Morganschen Regeln besagen, wenn ich zwei Aussagen habe, A1 und A2, und ich will die verneinen, die Konjunktion von diesen Aussagen, dann ist das äquivalent zu der Aussage einzeln verneinen und dann ein Oder dazwischen schreiben. Das heißt, diese beiden Aussagen sind logisch gleichwertig. Die eine ist genau dann wahr, wenn die andere wahr ist. Und das Gleiche kann ich auch mit Oder machen. Wenn ich eine Disjunktion von zwei Aussagen habe und ich will die verneinen, dann ist das äquivalent dazu, dass ich die Aussagen einzeln verneine und ein Und dazwischen schreibe. Diese beiden Aussagen sind auch äquivalent. Das sind die sogenannten de Morganschen Regeln, benannt nach einem englischen Mathematiker aus dem 19. Jahrhundert. Ich sage nochmal, die können Sie ganz einfach mit einer Wahrheitstafel überprüfen, dass das wirklich stimmt. Und das sind auch so relativ simple Aussagen, die sagen, durch Negation dreht sich das Zeichen um. Ne? Wenn ich die Konjunktion, also die Und-Verknüpfung negiere, dann wird daraus eine Disjunktion, also eine Oder-Verknüpfung, und die Einzelaussagen werden negiert und umgekehrt. Es dreht sich jeweils das Zeichen um. Und wenn Sie das jetzt übertragen auf das, was ganz oben auf der Folie steht, dann sehen Sie, dass das eigentlich dasselbe ist. Das, was da oben steht, ist die de Morganische Regel in Verkleidung. Wenn Sie sich die so vorstellen wie hier als großes Und oder großes Oder, dann haben Sie eigentlich nichts weiter als die de Morganischen Regeln. Wir reiten eigentlich die ganze Zeit auf derselben Sache rum. Und wichtig ist eigentlich nur, dass man sich das einmal klar macht und im Kopf verankert. Darum bleibe ich an der Stelle auch so lange hängen. Hier habe ich Ihnen einfach ein paar Aussagen hingeschrieben, in denen Quantoren vorkommen. P soll bedeuten, n ist gerade, und Q soll bedeuten, n ist durch 4 teilbar. Und da stehen jetzt so ein paar Dinge, die man in der Mathematik typischerweise so hinschreiben würde. Passen Sie auf, bei einer von den Aussagen ist es so, dass wir zwei Quantoren haben. Da hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, dass man da ein bisschen vorsichtig sein muss. Dieses n soll einfach mal bedeuten, für die Variablen, die hervorkommen, also für das Ding, was klein n heißt, dürfen Sie natürliche Zahlen einsetzen. Also lesen Sie das einfach als, es gibt ein n, es gibt eine natürliche Zahl, so dass das wahr ist oder nicht. Und Sie sollen jetzt jeweils ankreuzen, ist das wahr oder nicht. Das heißt, was Sie eigentlich machen sollen, ist, Sie sollen das, was da steht, übersetzen in das, was damit eigentlich ausgesagt wird und sich überlegen, ob das stimmt. Kann ich ein N finden, das das wahr macht? Ist das für alle N wahr und so weiter? Wir können ja mal zwischendurch, falls Sie mit der Aufgabe nicht so viel anfangen können, die erste mal gemeinsam durchgehen und sie zumindest übersetzen. Was Sie bei sowas eigentlich immer machen sollten, ist, wenn Sie das nicht direkt flüssig lesen können, von innen nach außen vorgehen. Also wenn wir mal die erste nehmen, da steht nicht Pn. Pn ist die Aussage, n ist gerade, nicht Pn heißt also, n ist ungerade. Und die zweite Aussage, Q von n, n ist durch 4 teilbar. Und dazwischen steht ein und. Das heißt, da steht, n ist ungerade und n ist durch 4 teilbar. Und davor steht ein Existenzquantor. Das heißt, da steht, es gibt eine Zahl, eine natürliche Zahl, die ungerade und durch 4 teilbar ist. Und Sie sollen jetzt überlegen, ob das stimmt. Und so müssten Sie bei den anderen auch vorgehen. Gut, also komplett alles richtig haben leider nur 2 von 25. Wir heben uns mal die dritte vielleicht bis zum Schluss auf und einige von den anderen will ich mal durchgehen. Über die erste hatten wir eben ja schon gesprochen, da steht, es gibt eine Zahl, die ungerade und gleichzeitig durch 4 teilbar ist, das geht natürlich nicht. Zahlen, die durch 4 teilbar sind, sind gerade Zahlen. Da müssten Sie jetzt so ein bisschen Ihre alten Kenntnisse über Teilbarkeit wieder rauskramen. Die zweite Aussage besagt, es gibt eine Zahl, die gerade ist, aber nicht durch 4 teilbar ist. Gibt es denn solche Geräte? Die 2 zum Beispiel, oder die 6, oder die 10, da gibt es ganz viele. Also es gibt so ein Ding, es reicht ja, wenn es 1 gibt. Die vierte besagt, wenn eine Zahl gerade ist, dann ist sie durch 4 teilbar. Das steht da ja, ne? Aus P folgt Q. Und davor steht, das würde für alle Zahlen gelten. Also für jede Zahl gilt, wenn sie gerade ist, ist sie durch 4 teilbar. Haben wir aber gerade gesehen, dass das nicht stimmt.
Die 2 ist ein Beispiel. Die 2 ist gerade, aber nicht durch 4 teilbar. Und wenn das für die 2 nicht stimmt, dann stimmt es natürlich erst recht nicht für alle Zahlen. Die nächste Aussage dreht das einfach um. Die besagt, wenn eine Zahl durch 4 teilbar ist, dann ist sie durch 2 teilbar. Also gerade. Gerade heißt ja durch 2 teilbar. Das stimmt natürlich. Natürlich sind alle Zahlen, die durch 4 teilbar sind, gerade. Und daran sehen Sie nochmal, dass man diesen Pfeil nicht einfach umdrehen kann und hoffen kann, dass dann immer noch alles stimmt. Darüber hatten wir letztes Mal ja lang und breit gesprochen. Die vorletzte Aussage besagt, dass die Aussage n ist gerade und die Aussage n ist durch 4 teilbar gleichwertig sind, äquivalent. Also dass alle Zahlen, die gerade sind, durch 4 teilbar sind und alle Zahlen, die durch 4 teilbar sind, gerade sind. Aber wir hatten uns ja gerade überzeugt, 2 Zahlen darüber, dass das nicht stimmt. Also stimmt das natürlich nicht. Denn die Äquivalenz in der vorletzten Zeile hätte nur dann gestimmt, wenn beide Pfeile richtig gewesen wären. Denken Sie dran, wir hatten letztes Mal gesehen, Äquivalenz bedeutet von links nach rechts und von rechts nach links muss beides stimmen. Und die letzte Aussage ganz unten besagt, wenn eine Zahl nicht durch 4 teilbar ist, dann ist sie nicht durch 2 teilbar. Und das soll angeblich auch für alle Zahlen stimmen. Genau. Können Sie wieder die 2 nehmen oder die 6 oder irgendwas in der Art. Jetzt zu der dritten Aussage. Ich hatte bei der dritten Aussage ja schon gesagt, da müssen Sie ein bisschen aufpassen, weil da 2 Quantoren auftauchen. Zunächst mal, wegen der Bindung der Quantoren, wegen der Priorität, bedeutet das, was hier steht, eigentlich, wenn man das vorsichtig aufschreibt, dass man hier noch mehr Klammern setzen könnte. Eigentlich müsste man das so schreiben, damit es nicht zu Missverständnissen kommt. Aber wie gesagt, wir machen das so, damit Sie auch mal damit klarkommen, wenn Sie sowas in Büchern lesen, wo das nicht steht. Und dann hatte ich vorhin ja gesagt, weil das linke N sozusagen im Wirkungsbereich des einen Quantors ist und das rechte im Wirkungsbereich des anderen, ist es didaktisch vielleicht besser, wenn wir unterschiedliche Buchstaben nehmen, weil die Aussagen miteinander eigentlich nichts zu tun haben. Die sagen nicht etwas über dasselbe N aus. Darum ist es vielleicht besser, das der Deutlichkeit halber nochmal mit unterschiedlichen Variablennamen hinzuschreiben. Also habe ich jetzt links mal ein N und rechts ein M genommen. So, links steht, alle Zahlen sind gerade. Das ist das, was links steht, in Klammern. Ne? P von N heißt, N ist gerade, davor ist ein Quantor. Das heißt, die linke Aussage, das, was vor dem Pfeil steht, besagt, alle Zahlen sind gerade. Und rechts steht, alle Zahlen sind durch 4 teilbar. Warum ist das wahr? Genau, es stimmt, dass beide Aussagen falsch sind, aber es reicht, dass die erste falsch ist. Was die zweite aussagt, der Mond ist aus Käse, das ist egal. Ne? Also die erste Aussage ist schon falsch, es sind nicht alle Zahlen gerade. Darum ist es egal, was da hinten steht. Was Sie bei dieser Sache eigentlich lernen sollten, ist, dass der Quantor vorne sich auf das P bezieht und der Quantor hinten auf das Q und dass das wirklich zwei für sich getrennte quantifizierte Aussagen sind. Sie werden nicht oft mit solchen komplizierten Sachen zu tun haben, aber wenn Sie dann manchmal Dinge lesen, die in ganz normaler Sprache geschrieben sind, dann kommt sowas doch mal vor. Ich kann mich immer nur wiederholen und sagen, das ist überhaupt der Grund, warum wir sowas machen. Die letzte Sache, die ich Ihnen zu Quantoren noch sagen will, ist, was macht man denn und wie ist das überhaupt gemeint, wenn mehrere Quantoren auftauchen? Ich fange mal mit einem Beispiel an. Wir nehmen etwas, wo 2 Variablen vorkommen, m plus n gleich n. Und da schreiben wir jetzt Quantoren davor und da müssten wir jetzt für beides Quantoren davor schreiben. Für alle n, für alle m. So würde man das schreiben. Das können Sie, wenn Sie das mit Klammern hinschreiben wollen, vielleicht noch so ein bisschen deutlicher machen. Das besagt, erstmal dies wird geklammert und dann wird dieses geklammert. Das heißt, die innere Aussage in den Klammern besagt, für alle n gilt m plus n gleich n. Das ist immer noch eine Aussageform, weil über das m noch nichts ausgesagt wird. Dann schreibe ich noch ein Quantor davor und jetzt habe ich tatsächlich eine Aussage aus der Aussageform gemacht. Und diese Aussage besagt, egal was ich für m und n einsetze, m plus n ist immer n. Das stimmt natürlich nicht. Aber worauf ich hier eigentlich hinaus will, ist, wenn Sie sowas haben, Sie haben zweimal denselben Quantor mit unterschiedlichen Variablen, dann spielt es offensichtlich keine Rolle, ob ich die Reihenfolge von denen vertausche. Denn was hier eigentlich steht, ist, egal was ich für m oder n einsetze, und da können Sie natürlich genauso gut sagen, egal was ich für n oder m einsetze, das ist wurscht. Ja? Also ob Sie das so schreiben oder so rum, läuft von der Bedeutung her auf dasselbe hinaus, rein formal, sind das zwei unterschiedliche Formeln, aber die haben dieselbe Bedeutung. Genau wie Sie eben sagten, weil das eigentlich wurscht ist und weil Mathematiker faul sind, wird man hierfür häufig in Büchern auch als Abkürzung sowas finden für alle MN. Und dann kommt die eigentliche Aussageform dahinter.
Und das bedeutet dann, dass hier eigentlich zwei Quantoren gemeint sind. Das gleiche ist mit Existenzquantoren, will ich jetzt nicht hinschreiben, finden Sie im Skript. Wenn Sie mehrere Existenzquantoren hintereinander haben, dann heißt das zum Beispiel, es gibt mindestens ein M und es gibt mindestens ein N, für das das gilt. Das können Sie im Geiste übersetzen als, ich kann zwei Werte M und M finden, die man einsetzt, damit das wahr ist. Und da ist es auch egal, ob Sie erst das M finden und dann das N oder umgekehrt. Das macht keinen Unterschied aus. Aber ich erzähle Ihnen das, weil das dann nicht mehr egal ist, wenn Sie Allquantoren und Existenzquantoren mischen. Ich will Ihnen das zunächst mal an einem nicht-mathematischen Beispiel zeigen. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Laden und der verkauft Hüllen für Smartphones. Und da müssen Sie natürlich, wenn Sie eine Hülle für Ihr Smartphone kaufen, gucken, ob die Hülle zu dem Smartphone passt. Dafür schreiben wir eine Aussageform hin, die besagt, die Hülle H, H wie Hülle, passt zum Smartphone S. Da kann ich also eine Hülle und ein Smartphone einsetzen und die Aussage ist entweder wahr, das Ding passt, oder die Aussage ist falsch, das Ding passt nicht. Hängt ja davon ab, wie groß Ihr Smartphone ist und welche Form es hat. Jetzt könnten die an Ihren Laden draußen ein Schild hängen und sagen, egal mit welchem Smartphone Sie ankommen, wir haben für jedes eine passende Hülle. Das wäre die folgende Aussage. Für alle Smartphones gibt es eine Hülle, sodass diese Hülle zu dem Smartphone passt. Ja, das wäre ein schönes Schild, was Sie an Ihr Schaufenster hängen könnten. Okay, da würden Sie jetzt vielleicht nicht viele Leute mit anlocken, aber zumindest ist damit für uns klar, was gemeint ist. Wenn Sie das lesen können, dann lesen Sie, für alle S gibt es ein H, sodass diese Sache wahr ist. Das ist jetzt keine Aussageform mehr, sondern eine Aussage, weil alle Variablen quantifiziert sind. Und sie besagt in Umgangssprache übersetzt, egal mit welchem Smartphone du ankommst, für alle Smartphones finden wir eine Hülle. Es gibt dazu eine Hülle, sodass diese Hülle zu dem Smartphone passt. Und wie ich eben schon sagte, das stimmt dann aber nicht mehr, wenn Sie die Quantoren umdrehen, weil sich dadurch die Bedeutung komplett umdreht. Wenn Sie jetzt schreiben, es gibt ein H, sodass für alle S das hier gilt, was haben Sie dann eigentlich an Ihr Schaufenster geschrieben? Genau, dann hätten Sie an Ihr Schaufenster geschrieben, wir haben die Wunder-Smartphone-Hülle, die zu jedem Smartphone passt. Es gibt eine Hülle, die zu allen Smartphones passt. Das ist eine ganz andere Aussage und offensichtlich im Allgemeinen nicht wahr. Ich habe so eine Hülle jedenfalls noch nicht gesehen. Das ist tatsächlich wichtig, weil solche komischen gemischten Quantoren in der Mathematik regelmäßig vorkommen. Ich sage nochmal, die werden in den Büchern normalerweise nicht so hingeschrieben. So werden wir in Zukunft auch meistens nicht schreiben. Aber Sie werden sehen, wenn wir zum Beispiel über Grenzwerte und solche Sachen sprechen, dann haben wir ganz häufig solche Formulierungen wie für alle Epsilon kann man ein N finden und so weiter. Und da muss man natürlich verstehen, was der Unterschied ist zwischen für alle es gibt und es gibt für alle. Aber Sie können das jetzt auch mal statt mit Smartphones mit anderen Dingen kurz mal üben. Vier Aussagen, bei denen die Quantoren gemischt sind, da geht es wieder um natürliche Zahlen bzw. um ganze Zahlen. Also N sind natürliche Zahlen, Z sind ganze Zahlen. Und Sie sollen jetzt jeweils ankreuzen, was davon wahr ist. Oh, ist doch schon ganz gut. 40%. Warum ist die erste Aussage wahr, beziehungsweise was bedeutet sie überhaupt? Bei der ersten Aussage, da geht es darum, ich wiederhole das nochmal, für jedes M findet man ein N, was größer ist, und das stimmt natürlich, das wissen Sie bei den natürlichen Zahlen, Sie brauchen ja einfach nur eins dazu zu zählen. Ja, wenn jemand Ihnen irgendein M vorgibt, dann nehmen Sie einfach N gleich M plus 1, schon haben Sie eine Zahl gefunden, die größer ist. Und warum stimmt dann die zweite Aussage nicht? Was steht denn da? Das geht nicht, das ist wie mit den Smartphone-Hüllen. Denn bei der zweiten Aussage steht, es gibt eine natürliche Zahl, mindestens eine, die größer als alle anderen ist. Das geht natürlich nicht. Sie können zu jeder Zahl eine finden, die größer ist, aber Sie können nicht eine Zahl finden, die größer als alle ist. Egal, was Sie nehmen, eine Milliarde, eine Billion, eine, wie heißt das bei Dagobert Duck, Fantastilliarde oder so, es funktioniert nicht, es geht nicht. So, und die anderen Aussagen, warum sind die wahr? Also was besagen die? Genau, da könnte man für N 0 einsetzen. Die 0 hat die schöne Eigenschaft, dass das tatsächlich immer stimmt. 0 mal irgendwas ist immer 0. Darum ist das tatsächlich diese eine Smartphone-Hülle, die für alle passt. Die 0 hat die Eigenschaft, dass sie, egal mit welcher Zahl man sie mal nimmt, immer alles zu 0 macht. Darum stimmt es tatsächlich, dass es eine Zahl gibt, N, nämlich 0, für die M mal N immer gleich N ist. Darum ist in diesem Fall auch die vierte Aussage wahr. So, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich wollte Ihnen noch kurz zeigen, nicht, dass wir das lernen wollen, aber damit Sie das mal gesehen haben, wie mathematische Beweise funktionieren und warum da die Logik eine Rolle spielt. Das verschieben wir auf nächste Woche. Ich will Ihnen aber in den verbleibenden Minuten noch zwei Dinge sagen.
Ich hatte ja schon gesagt, wir werden diese Zeichen gar nicht so häufig verwenden. Eigentlich eher dann, wenn es darum geht, überhaupt mal über die logische Struktur von etwas nachzudenken. Was Sie auf jeden Fall nicht machen sollten, Sie können diese Zeichen gerne verwenden, Sie sollten sie aber nicht als Abkürzung für die Wörter nehmen. Das ist ganz, ganz schlechter Stil und das würde Ihnen auch niemand durchgehen lassen, wenn Sie zum Beispiel einen Artikel oder sowas veröffentlichen wollen. Also schreiben Sie nicht sowas wie zum Beispiel P und Q sind positiv. Also so, dass sie einfach zu faul sind, das Wort und hinzuschreiben und machen dann dafür dieses Und-Zeichen. Oder sowas zu schreiben wie X ist nicht rational, weil sie zu faul sind, das Wort nicht hinzuschreiben. Oder, was weiß ich, die Gleichung gilt für alle rationalen Zahlen. Und da machen sie da so ein für alle hin. Das ist alles IGIT, das macht man nicht. Diese Zeichen haben eine Bedeutung, wenn sie innerhalb von Formeln auftauchen, in der Logik, haben sie eine bestimmte Bedeutung, aber die werden nicht benutzt in Lauftext, um damit Wörter zu ersetzen. So ist das nicht gemeint. Ich sage zum Schluss noch ein bisschen was. Ich werde versuchen, das immer am Ende der Kapitel einzuflechten, obwohl, wie gesagt, ja ein bisschen was noch fehlt bei diesem Kapitel, zur Geschichte und zum Grund, warum wir das machen. Geschichte vielleicht erstmal, Logik gibt es eigentlich schon seit Ewigkeiten. Damit haben schon die alten Griechen in der Antike angefangen, also spätestens im 4. Jahrhundert. Und man kann eigentlich sagen, dass damals schon Aristoteles so ziemlich alles aufgeschrieben hat, was man meinte, über die Logik wissen zu müssen. Und alle Leute, die sich mit Philosophie beschäftigt haben, haben diese Werke studiert und haben daran gelernt, wie Logik funktioniert. Man hat irgendwann gesagt, dass Logik die Lehre davon ist, wie man folgerichtig denken sollte, während die Psychologie untersucht, wie Leute denken, was nicht unbedingt immer das Gleiche ist, weil Leute nicht immer folgerichtig denken. Es hat dann aber Neuerungen gegeben ab dem 19. Jahrhundert, dass nämlich einige Leute angefangen haben, Logik mathematisch zu untersuchen. Da gibt es insbesondere zwei Namen, die zu nennen sind. Einmal ist das der Engländer Boole. Den Namen werden Sie alle immer mal wieder hören in der Informatik, weil fast jede Programmiersprache einen Datentyp hat, der Boolean oder Boole oder sowas heißt. Das ist benannt nach diesem Herrn Boole. Und der hatte die Idee, dass man mit logischen Aussagen ja quasi rechnen könnte. Das ist das, was wir in der Aussagenlogik machen. Sie rechnen ja eigentlich mit diesen Nullen und Einsen. Das ist sowas wie Rechnen. Nicht das Rechnen, was wir kennen, aber sehr ähnlich. Und die Idee, dass man eigentlich alles mit logischen Aussagen ausdrücken könnte und wie man das machen könnte, die hatte zuerst ein deutscher Philosoph und Mathematiker namens Gottlob Frege. Der hat sowas Ähnliches gemacht wie unsere heutige Prädikatenlogik, allerdings mit einer sehr, sehr wüsten, zweidimensionalen Formelsprache, die sich nicht durchgesetzt hat, weil das allein schon am Buchdruck gescheitert wäre. Die Art und Weise, wie wir heute Formeln hinschreiben, ist eine andere, wie Sie sehen. Aber da stecken im Prinzip die Ideen von solchen Leuten wie Boole und Frege und noch einigen anderen drin. Ich sage nochmal, warum wir das gemacht haben. Es geht nicht darum, dass wir jetzt in Zukunft immer so schreiben werden und wir werden uns jetzt auch nicht ganz viel mit Logik beschäftigen, sondern mir geht es darum, dass Sie so ein Gespür für diese logischen Zusammenhänge bekommen, typische Missverständnisse vermeiden und in der Lage sind, sowas zu übersetzen. Und dass Ihnen dabei vielleicht auch klar geworden ist, hinter vielen logischen Schlussweisen stecken immer wieder dieselben Prinzipien, die mit der eigentlichen Aussage gar nichts zu tun haben. Wenn Sie so bestimmte Dinge verstanden haben, was es bedeutet, eine Implikation umzudrehen und so, dann werden Sie sehen, dass es immer dasselbe Muster, egal ob ich über Ableitungen spreche oder über Teilbarkeit oder was auch immer. Die logischen Muster sind eigentlich immer dieselben und auch nur ganz wenige, die man für sich selbst herausarbeiten sollte aus dem, was man da liest. Darum haben wir mit solchen Sachen hier angefangen. Ich habe öfter schon mal Umfragen gemacht bei Absolventen oder auch einfach bei Bekannten, die im weitesten Sinne im MINT-Bereich arbeiten, weil ja auch immer die Frage gestellt wird, warum machen wir überhaupt Mathe und warum machen wir gerade das hier in Mathe? Brauche ich das später im Beruf? Und im gewissen Sinne ist das immer ernüchternd, weil ich oft von den Leuten höre, von den Dingen, die wir in den Mathe-Vorlesungen gemacht haben, brauche ich in meinem Job eigentlich gar nichts. Das Komplizierteste an Mathematik ist die Reisekostenabrechnung. Einerseits. Andererseits höre ich aber auch von extrem vielen Leuten, die im MINT-Bereich arbeiten, dass sie sagen, es war trotzdem gut, dass wir Mathe hatten, weil mir das beim Denken hilft. Sie sollen hier halt auch bestimmte Denk- und Schlussweisen lernen. Es geht nicht darum, ob Sie genau sowas später mal wieder machen werden. Wahrscheinlich nicht. Ich kann nicht vorhersagen, was Sie in Ihren Berufen machen werden. Ich habe aber trotzdem die Hoffnung, dass Ihnen das insgesamt hilft, weil Sie hier eine bestimmte Denk- und Arbeitsweise lernen. Vielleicht behalten Sie das so im Hinterkopf und fragen sich nicht bei jeder Sache, werde ich das wirklich brauchen?
ich werde doch später nicht Determinanten ausrechnen müssen oder sowas. Kann sein, wer weiß. Aber vielleicht hilft Ihnen das ja so ein bisschen klarer zu denken. Gut, das nächste Mal Beweise und dann fangen wir mit Mengenlehre an. Bis dann.